Die Bäckerei Morgenstern, die schon sehr lange ihre Zentrale im Helbraer Gewerbegebiet hat, ist vielen in der Region ein Begriff. Das Traditionsunternehmen feiert sein 125-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass machte sich der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle, Dirk Neumann, am 28. März auf den Weg, um eine entsprechende Ehrenurkunde an Inhaberin Karin Corrente und ihren Mann Hans-Peter zu überreichen. Sehr geehrte Frau Corrente, Herr Corrente, herzlichen Glückwunsch zum 125-jährigen Geschäftsjubiläum des altehrwürdigen Ja. Bäckereibetriebes heute in Ihrer Inhaberschaft. Es ist eine Erfolgsgeschichte und 125 Jahre, das sind nicht so viele Betriebe. Es gibt zwar einige, aber so viele sind es nicht. Und dann würde ich sagen, auf die nächsten 125 Jahre. Und dann sehen wir uns Vielen wieder an der Dank, Stelle. Herr Schatten. Okay, dann müssen wir uns anstrengen, Herr Möhrmann. Vielen herzlichen. Bitte Ja. schön. Vielen Dank. Sehr schön. Frau Corrente erzählte uns dann noch einiges über das Unternehmen. Also wir sind eigentlich immer noch ansässig hier im Mansfelder Land und auch im Mansfelder Land mit unseren Filialen vertreten. Soweit haben wir uns nicht ausgedehnt, weil wir sind eigentlich hier so ein einheimischer Betrieb und wollen es auch bleiben. Wir haben im Moment so um die 40 Beschäftigte bei uns. Der größte Teil natürlich im Verkauf und hier in der Bäckerei. Wir haben auch in der Konditorei zwei Beschäftigte und ja, Büro, natürlich ein Fahrer dazu. Und im Moment haben wir 8 Filialen hier im Umkreis. Und dass die Vorbereitungen für das Osterfest schon auf Hochtouren laufen, das war unübersehbar.